Moin Leute, TriMax hier, es geht weiter mit Minecraft auf dem Autocraft-Server. Es läuft hervorragend. Ihr wolltet eine kurze Rundtour von allen Farmen, das machen wir ganz schnell. Hier haben wir die neuen Armadillos, die habe ich gefangen und fortgepflanzt mit Spinnei. Alle 5 bis 15 Minuten droppen die eine Schuppe. Aus den Schuppen kannst du Rüstungen machen. Die kannst du einfärben mit grünem Farbstoff, den wir eh haben von den Kakteen. Dann gibt es 8 neue Wölfe. Ich habe mir die Schakale geholt, das Hyänenrudel. Den gibst du eine Rüstung und dann sind die saustark. Haben die schon eine Rüstung? Der hat keine Rüstung. So ist gut. Fortpflanzen auch super. Hier haben wir das Gehege. Hier haben wir vollautomatisch Hühner. Die Hühner legen Eier. Die Eier kommen in den Droppers, wird automatisch ausgelöst. Dann sind hier Hühner. Und wenn es mehr als 24 Hühner gibt, sterben diese Hühner, weil sie zerquetschen. Und dann legen die Fleisch. Um das Ganze zu beschleunigen, kann man hier auch nochmal die Eier... Kann man nicht. Ist kaputt? Wieder kaputt? Wie ist das System hier? Gut, ich habe aber noch genug Fleisch. Das Fleisch brauche ich, um die Hunde vorzupflanzen. Der Klicker ist kaputt. Boah, das hat Chef Strube gebaut. Alles, was Chef Strube baut, geht kaputt. Seine Honigfarm geht auch nicht. Ich lobe ihn immer, dann kriegt er Subgifts für tolle Errungenschaften. Und einen Tag später gehen die Sachen nicht mehr. So, dann habe ich Offstream eine Kartoffelfarm gebaut, weil ich Knochenblöcke brauche. Also Bone Meal und dazu Knochenblöcke. Ich wollte zuerst Weizen machen, weil das hat mehr Ertrag. Aber ich bin ein riesen Würz-Fan, habe ein Würztrikot. Deswegen habe ich für ihn normale Kartoffeln auf die 1 gebaut. Und seit heute Morgen hat das schon ordentlich Kartoffeln ausgegeben und diese Kartoffeln können wir hier direkt in die Kiste packen. Das kann man auch noch vollautomatisch machen. Ich wollte nur gucken, wie viel rumkommt. Und dann werden diese Kartoffeln auch vollautomatisch zu Knochenmehl. Problem ist hier nur die Giftkartoffel, die kann man nicht kompostieren. Ist der Ton irgendwie laut vom Game? Okay, das haben wir auch noch. Dann haben wir die XP-Farm, Silberfische. Ultra geil. Unglaublich geile Farm. Die ist ganz neu. Da müssen wir noch die Braustände vollautomatisieren. Auch das ist noch auf der To-Do-Liste. Hier haben wir einen kleinen Kaktusturm. Einfach um Kakteen zu produzieren für die dann richtige Kaktusfarm. Das ist ein guter Speicher. Oh, wurde gerade geleert. Gut. Daraus können wir sonst auch nochmal Bone Meal machen. Dann haben wir hier die Matt-Farm. Da ist sau viel Matt drin. Ultra geil. Erde kommt oben rein, stellt sie AFK, Linksklick, Ballast. Klappt. Hier habe ich meinen Kompostierer, den ich nutze. Hier ist das Holz fürs Team. Ja, hat nicht durchproduziert. Ich glaube, wir haben auch ein Lager, wo das immer hinkommt. Hier haben wir eine kleine Lava-Farm. Hier haben wir eine unfertige Weizenfarm. Hier haben wir ein kleines Nether-Warzenfeld. Da hinten haben wir eine sehr mächtige Eisenfarm. Und diese sehr mächtige Eisenfarm wird vollautomatisch. Und dafür liebe ich Spark und G-Time. Die bauen immer so tolle Basen. G-Time hat die ganze Trader Hall gebaut. Chef Strobel hat eine nicht funktionierende Honigfarm gebaut. Und Spark hat hier ein vollautomatisches Lager gebaut, wo alles reinkommt. Das Eisen kommt hier automatisch an. Eisenblöcke auch. Absolut geil. Kommt alles mit einsortieren. Dann haben wir hier hinten, super nice, von Sebo, seinen Melonen-Power-Tower. Damit macht er unendlich viel Knochenmehl. Dieses Knochenmehl braucht er, um seine Bambusfarm anzuheizen. Mit diesem Bambus macht er Bambu-Blöcke. Aus den Bambu-Blöcken macht er Bambu-Planks. Aus den Bambu-Planks macht er fucking Kisten. Und diese Kisten brauchen wir für Hopper. Und er macht mit seiner Farm vollautomatisch, instant von seiner Farm hierher befördert, unendlich Kisten. Das sollen wir später auch noch machen mit Hopper, Pisten, Observer, alles vollautomatisch aus den Farmen. Ich liebe den Autocrafter. Ich bin Minecraft-süchtig geworden durch den Autocrafter. Und auch hier kommt Eisen an. Hier hat Zabex einen kleinen Kaktusturm gebaut. Den macht er auch noch weiter. Dann haben wir noch eine gigantische, interdimensionale Eisenfarm von Castcrafter gebaut, die sehr, sehr geil ist. Und dann haben wir noch einen Cobblestone-Generator. Der macht irgendwie 9000 Cobblestone die Stunde. Verrücktes Ding. TNT-Dupe, Lava, Wasser, Explosion, 1000 Hopper, crazy, was der kann. Dann haben wir noch eine XP- und Goldfarm im Nether, die ganz normale, die kennt ihr. 100.000 die Stunde, 100.000 die Stunde. Wie cool die sich alle zusammenziehen, wenn man hier vorbeisprintet und hüpft. Und dann ist man wieder ruhig und sneakt und dann kommen sie wieder raus. Großartige Tiere. So, hier entsteht die große Kaktusfarm. Hier will ich den Rekord brechen. Oh. Hey. Der Boden ist fertig. Das wird so toll. Ihr erkennt schon parallel zu dem Hypixel-Server von damals, eventuell. Majestätisch. Ja, hier habe ich Offstream weitergebaut. Das ist schon sehr hoch. Ich glaube, ich bin auf Höhe 270. 320 ist die höchste Höhe. Und wenn das richtig fertig ist, müsste hier so viel Kaktus rumkommen, wie ein Hopper vertragen kann. Digga, WTF, was habe ich verpasst? Ja, ich mache auch ein bisschen Offstream. Klar, das ist zu stumpf.
immer wieder die gleichen Blöcke platzieren, das ist zu krass. So, und das ist nämlich das Krasse und deswegen haben wir auch den Server gestartet. Wir werden noch viele Sachen machen. Hier hinten haben wir noch eine gigantische Holzfarm, die ist immer ein Stack Bambu lang, doppelt gelegt auf beide Seiten und drei Stockwerke hoch. Das Ding produziert richtig Holz und wird noch viel höher gemacht. Ich will das so höher machen, bis die beiden Autocrafter hier unten überlastet sind. Wir wissen nicht genau, wo das ist. Ich werde es testen. Hat noch keiner gemacht. Ich werde es machen. Die werden gigantisch. Hier seht ihr eine Line Holzfarm. Hier seht ihr einen Kaktusturm. Schauen wir auf die Karte. Kommen in diesen Chunk Line immer perfekt mittig. Die Holzfarm. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Hier ist ein Chunk immer perfekt. Ein Chunk ist eine Kaktusfarm. Eine Kaktusfarm. Kaktusfarm. Kaktus. 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 Das sind alles Kaktustürme. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Letztes Mal war mein Rekord absoluter Peak. 52 Öfen wurden dauerhaft beheizt und mit Kakteen befüllt. Das war Rekord. Das zieht aber nicht lange und nicht konstant. Diesmal möchte ich 100 schaffen. Ich habe lange Zeit. Vielleicht sitze ich an diesem Bauprojekt 7 Monate. Aber es macht mir Spaß, weil ich es kann. Ich bin ein guter Minecraft-Spieler. Und in dieser Folge wollen wir mir, weil ich bin jetzt irgendwie schon 13 Mal gestorben, wollen wir mir die neue Waffe holen. Die Mace. Unfassbar mächtige Waffe. Unfassbar schwer zu bekommen. Und das machen wir mit dem geilen Noreax, der heute hier dabei ist. Ich habe offscreen weitergespielt, hast du vielleicht mitbekommen, ne? Ja, ein bisschen. So habe ich dich gesehen. Ja, ich bin hier rumgegeistert. Okay, Noreax. Yes, sir. Ich nehme wieder meine Schakale mit, oder? Bist du mit Wölfen da rein? Ja, oder warum nicht? Warum bist du so skeptisch schon wieder? Du verlierst halt die Hälfte deiner Hunde. Also, wenn ich eine Negative Nancy im Team haben wollen würde, hätte ich Chef Schrull heute Abend eingeladen. Ja, okay, gut. Nee, dann nimm deine 80 Wölfe mit, aber du musst Verluste einrechnen. Man sieht die Piep. Ey! Aber weißt du, scheiß drauf, dann nehme ich den mit, dann stirbt der. Ist nicht mein Problem, wenn der stirbt. Also doch, aber es ist... Die sind nass, die schütteln sich, wenn sie nass sind, wie cool. Ja, Katzen legen sich auch auf Betten und so. Das ist scheiße. Okay, ich bin bereit. Du anscheinend nicht, ne? Was muss man noch so mitnehmen? Hilfsblöcke zum Bauen? Noch mal ein paar neue Steine für uns. On. Boom. Ah. Haben wir irgendwo unendlich goldene Karotten? Wie macht man goldene Karotten? Bei den Weizen-Typen. Man die getradet vom Minister. Nee, aber kann man die machen durch den Autocrafter? Ich konnte die mal mit Gold craften. Ich weiß nicht, ob das noch gibt. Digga, du bist internationaler. Du bist deutscher Nationalspieler. Ja, wir können jetzt los. Ja, aber du weißt nicht, dass du. Ob man goldene Karotten craften kann oder nicht. Digga, ich bin doch nicht fürs Craften zuständig, sondern fürs Leute verprügeln. Na gut. Ingame. Das ist halt Minecraft halt. Ich und mein Verprügelung heißt es nicht. Alter, Sebo! Was wollt ihr hier? Du siehst fesch aus! Geiler ja, Schnürres! Ich hätte dir auch voll krass Netherite verkauft, aber du lehnst das ja ab. Tu ich? Das wäre gar nicht so teuer gewesen, tatsächlich. Manchmal, wenn ich gucke, ob deine Farm geht, gehe ich da hin und dann läuft da unten ein Creeper oder ein Zombie lang. Ja, ich weiß, der ist heute bei mir auch, als ich AFK mal reingegangen bin, ist der neben mir explodiert. Das ist ganz schlecht. Noreax schlägt mich. Ja, der findet das witzig, das ist der Humor. Ja. Okay, also du hast kein Wissen und keine Redstone-Erfahrung, aber du bist schnell. Ja. Ich hab schon Wissen, aber ich hab immer so böses Halbwissen und ich müsste das einfach mir kurz angucken und dann check ich das auch, dass jetzt nicht kein... Ersetz mal böses Halbwissen durch keine Ahnung, das trifft's eher. Okay, gut. Wir suchen jetzt hier ein Dorf, dass uns ein Typ eine Karte gibt. Jo. Damit finden wir das Trial Chamber. Dann hoffen wir, dass es ein starkes Trial Chamber ist. Dann im Trial Chamber kommen Gegner. Dann pfeifen wir uns den Bad Omen Trank rein. Dann werden die Gegner stärker. Die stärkeren Gegner müssen wir töten. Dann kriegen wir jetzt diesen ominösen, hochgelevelten Power-Schlüssel. Dann müssen wir die Ultra-Schatztruhe finden. Dann müssen wir die mit dem Schlüssel aufmachen. Und dann haben wir mit einer ganz kleinen Hoffnung, da diesen magischen Core zu finden. Und mit dem magischen Core können wir die neue Mace-Waffe freischalten. Und mit der neuen Mace-Waffe müssen wir dann verzaubern. Und dann haben wir die ultimativ stärkste Waffe, die es in Minecraft Vanilla jemals gab, in all den Jahren. Das ist der Auftrag. Das ist richtig. Wir haben jetzt 17 To-Dos vor uns und wir haben bisher 0. Mach mal Boot. Ja, Digga, alles ruhig, Digga. Wir haben jetzt einfach eine schöne Zeit zusammen. Wir fahren ein bisschen Boot gemeinsam. Einfach mal. Warte kurz. Ich konnte nicht einsteigen, weil du so dick bist. Hier links, fahr da lang. Komm, wir gehen direkt ins Haus da und nehmen dem seinen Job. Hier rechts. Hier, das Haus hier.
ne? Wir müssen einen Arbeitslosen finden. Jeder. Okay, such ihn. Der hat einen Monokel! Den müssen wir leveln, ja? Ja, wenn das der Kartograf ist, dann leveln wir den. Ist ein Kartograf. Der Monokel hat doch immer Kartograf. Aber schaffst du das? Aber wenn es ein bisschen teuer ist. Ich habe keinen Sugarcane mehr. Fertig. Wir haben jetzt Woodman Explorer. Wir müssen noch eins weiter leveln. Ich weiß. Lass mich auch mal gucken. Aber es könnte passieren, dass wir nicht die richtige bekommen. What the fuck? Ich bin erschrocken. Der neue Minecraft-Track ist unheimlich. Nein, Woodland Explorer Map habe ich gekauft. Geil. Let's go. Okay, lass hier runterbuddeln. Du bist geschrieben ab 15 Uhr, dann Digga, bist du später erst online gekommen. Komm runter, spring. Zack. Ich checke die Karte mal überhaupt nicht, ich auch nicht. Bis zum Deepstone müssen wir. Ja. Ich ertrinke. Komm einfach runter, komm runter hier. Boah, mit einem Eimer. Das ist, da glänzt du wieder, wie schnell das geht. Ich werde jetzt ertrunken, du machst Bam Bam und das Wasser ist weg. Warum baust du dich zuerst runter und nicht mich? Weil ich dann falle und ich dann, du nicht. Und ich kann mich retten. Da ist was, oder? Nee, lass wieder zurück, wir sind noch nicht tief genug. Wohl, hä? Sind wir genau auf der, hast du genau... Nee, wir müssen hier lang. Komm. Die Karte muss in diese Richtung noch ein bisschen. Lass mich mal bauen, zeig mal. Hier spielen wir die Map. Hab's. Okay, let's go. Ja. Soll ich ein Bett aufbauen zur Sicherheit hier? Boah, wenn du eins brauchst, können wir das machen. Respawn Point Set. Okay, was ist hier? Hast du ein Bett oben im Trank? Oh, das ist der mit Baby-Zombies. Das ist der mit Baby-Zombies. Schaffst du das? Ja, Digga. Ohne mich hauen. Ich hab leider Sweep. Gut. Boah, reichen mir die rum. Boah, geiler Raum. Das ist ein geiler Raum hier oben. Komm, oh, ich hab einen geilen Raum. Komm her. Nein, komm zu mir. Ich hab Spawn aktiviert. Bitte hilf mir. Ja, okay. Digga, du schippst nicht so schnell. Oh mein Gott, das sind die Windbogenschützen. Da, ja. Aua, du haust mich. Ich hab mich gehauen. Was ist mit denen? Das ist der Bläser. Zwei Spawner. Die sind ja ganz viele Spawner. Wüstenzombies. Die Grazi hat man dringend doppelt vergiftet. Oh, überall. Sauber. Oh, wie viele von allen Seiten. Solange hinter uns keiner kommt, ist alles gut. Was ist, was habe ich hier für Gift? Ich muss auch kritten immer, ja? Bin ich gut? Ich bin gut, ne? Ja, also. Du bist toll, Max. Der macht die Geräusche. Oh, da kommt was. Zwei schlechte Schlüssel, leider. Vier schlechte Schlüssel habe ich. Ja. Du, hast du noch was? Kommt das nur da raus? Ja, wir müssen aber erstmal. Hier ist noch ein Potion of Regeneration. Wir müssen erstmal jetzt hier, wie heißt das? Diese Mauenkisten öffnen, um diesen Trank zu bekommen. Ah, Bad Omen Trank. Okay, dann nehme ich mal den Schlüssel in die Hand. Und öffne eine Maulkiste. Warte, nicht zeigen, wo sie ist. Ich finde sie selber. Warte. Hier ist eine. Danke ihm. Du wirst auf den Bad Omen Trank hoffen. Oh, kann der Bo was? Ich kann nochmal. Oh, was ist das für eine Scheibe? Das ist ein Armor Trim. Power 2 Bogen. Weißt du, nehme ich mal mit einfach. Die Dungeons echt geil. Feather Falling 1, aka ultra schlecht. Eisen, Honigtränke, Pfeile, Eisen. Ich schwöre, die haben mit ihren Fäusten mehr Reichweite als ich mit meinem Schwert. Oh, hab Mad Omen hier oben. Geil. Nimm du. So, den muss man haben. Den kannst du auch anders kriegen. Soll ich ihn jetzt noch nehmen? Nee, jetzt sind wir ja fast fertig hier. Nee, schmeißen die rein. Jetzt? Ja, hier oben kommt ein neuer Raum. Der hält auch eine Stunde 40.
Renn hoch, renn hoch, renn hoch. Hab ihn drin im System. Hier wird's dick. Jetzt sind die Gegner deutlich schwerer. Richtig. Hä, wo ist meine Hunde eigentlich? Bin da. Meine Schakale. Hab einen Breeze. Okay, die wollen es wohl wissen. Ich kann Jiggle pieken. Kennst du den hier schon? Guck mal, guck mal, guck mal. Mark, guck mal. Ach, Digga. Chill mal ganz kurz, ich treffe ihn hier nicht. Digga, was ist das? Haben die keine Hitbox? Doch, aber die können, glaube ich, Pfeile abwehren in irgendeinem Stadion. Ach, Digga, ich glaube, die Pfeile immun. Das sagst du mir jetzt, oder was? Ja, also. Das muss. Also, die Lernkurve, wenn du siehst, dass du achtmal drauf schießt und achtmal nicht triffst, dann musst. Ich dachte, ich habe dich getroffen, weil ich kein Aim habe, aber die haben abgewehrt. Ich habe jedes Mal getroffen. Hab ihn. Da kann jetzt die Mace rauskommen. Da kann der Core. Der Core rauskommen, yes. Das war nicht. Trieben eine Diamantschwerter. Oh mein Gott! Nicht da reingehen? Die haben überkrasse Diamantschwerter! Komm mal, Max, komm zu mir, dreh um! Hilfe, bitte! Bin hinter dir, alles gut, Max, du bist safe, alles easy. Bleib da, wo du bist safe, du musst nicht weiter rennen. Verteidige dich. Du stirbst doch! Ja, aber. Die haben das echt krasser gemacht, aber es geht. Die Kleinen sind die Gefährlichen. Der haut mich immer, ich hasse es. Geil, ich hab ihn in die Spinnenweben. Aber du hast in die Spinnenweben? Nicht mich hauen, gerade ist echt uncool jetzt jedes Mal, weil die mache ich Damage. Die Spinnenweben sind der Hit! Das merke ich mir. Was machst du mit denen? Nee, ein Mob hat die Spinnenweben gemacht, aber das ist auch eine PvP-Technik, so Leute zu OP-Web. Hey, 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 wenn du dich zur Seite gehst, kann ich nicht schießen. Oh, Digga. Die ist voll weg. Ein Pfeil getroffen! Ja, ich hab die alle totgehauen einfach, Chimmer. Ja, weil ich. Weil du doof warst. Das hast du voll fehlerhaft gemacht. Schon, Mann, komm schon, Mann. Banner, Breeze, Emeralds. Drecks Armbrust. Ist das die Stelle, man sich tötet, desto bessere Tränke gibt? Oh, oh! Nee. Hilfe! Ich hab noch ein Bett umgetragen, er hat noch 8. 7. Du musst ihn nur aktivieren, das ist schon aktiviert, ist egal, ob der Netz. Oh ja. Schnapp sie dir. Komm mit. Jetzt hier hoch schwimmen. Oh, kann der Zombie auch schwimmen? Kann der Zombie schwimmen? Nein, kann er nicht. Richtig. Hier hoch. Scheiße, Mann. Nee, die Räume sind neu. Die haben noch neue Räume hinzugefügt. Ja, das ist neu. Hier hoch. Und jetzt mal wirklich Meter mal. Lauf mir einfach daher. Nichts, nicht hitten. Nicht, pass auf, hitten. Pass doch auf. Nichts hitten. Digga, hör doch auf zu hitten. Du bist 14. Lauf, renn einfach durch. Ich kann nichts tun. Du bist full plus 4. Schwimm ihn ab. Ab. Hast du noch einen Schlüssel? Nein, nur du. Du bist mir gleich nicht. Nichts. Gib mir einen. Ein Schlüssel für dich. Komm schon, bitte ein Mace Core. Was? Das war scheiße. Ah, beides war Windburst One. Ich habe 2 Windburst One Bücher. Das ist gut. Ja, dann nehmen wir die Schlüssel mit und machen beim nächsten Mal weiter. Na gut. Scheiße. Lass einmal hoch und dann. Ich kann nicht sagen, das ist die einzige Möglichkeit, an die Waffe zu kommen. Ja, aber die soll auch schwer zu bekommen sein. Aber so schwer! Meine ja. Güte, Mensch. Selbst wenn Rumatra eine Schlüsselfarm macht, bringt das ja nichts. Das war ein tolles Abenteuer, Nureax. Hopp. Leider ohne Erfolg. Wobei, ich habe 4-5 Smithing Templates, Emeralds, ein paar Music Discs, 16 Omnius Trial Keys, ein Bad Omen 2 Stunden Trank,
Golden Apple, 2 Enchanted Golden Apples, Breeze Rods und 2 Windburst Bücher. Ja, Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Danke.